gelästert und geschrien, wird geflirtet und Intrigen gesponnen. Doch egal wie stressig es wird, sie ordnet es jeden Tag für uns ein hier. Ist das Dschungel-Update mit Manon und Frank? Hier ist das Dschungel-Update mit Manon und Frank. Lange haben wir gewartet. Ich habe mit der lieben Manon, ich glaube vor anderthalb Jahren, das erste Mal darüber gesprochen, dass ich unheimlich gerne mal mit dir ein Reality-Format kommentieren möchte. Und du hast mir damals gesagt, du bist ein großer Dschungel-Fan. Es gibt eigentlich nur ein richtig tolles Reality-Format, wo du richtig drin bist, wo du, müssen wir gleich gucken, wirklich jede Staffel vielleicht gesehen hast. Und das ist der legendäre Dschungel. Ich begrüße dich erstmal und fühl dich bitte virtuell umarmt. Hallo Manon Strache. Hallo, lieber Frank, hallo. Ich freue mich so sehr, dass es endlich geklappt hat, nach anderthalb Jahren. Und ich bin mir sicher, ja, die nächsten 16 Tage werden auch bei uns legendär werden. Denn das Schöne ist ja, du hast andere Erfahrungswerte mit den Protagonisten als ich. Und ich glaube, das könnte sich ganz gut ergänzen. Und eines, da könnt ihr euch da draußen sicher sein, eines werden wir nicht tun, nämlich wir werden kein Blatt vom Mund nehmen. Und wir werden einfach frei nach Schnauze das sagen, was uns in den Kopf kommt. Mal gucken, ob wir oftmals hinterher denken, oh mein Gott, was haben wir da nur gesagt. Hast du da ein bisschen Befürchtungen? Nein, weil ich stehe zu allem, was ich gesagt habe. Was ich nicht leiden kann, ist, wenn zum Beispiel Medien oder so dann im Nachhinein Dinge verdrehen oder aus dem Zusammenhang herausreißen. Aber wir sind ja jetzt hier im Gespräch. Und Genau. Naja, ich muss noch mal drauf zurückkommen, weil du sagtest, du hättest andere Erfahrungen oder ich hätte andere Erfahrungen als du mit den Teilnehmern. Eigentlich nicht. Ich bin eigentlich ein ganz normaler Fernsehkonsument, wie alle anderen auch. Natürlich arbeite ich im Bereich der Öffentlichkeit durch meinen Beruf. Ich bin ja Schauspieler. Ich möchte an dieser Stelle betonen, ich bin Schauspieler. Also ich habe diesen Beruf gelernt. Es ist ein Ausbildungsberuf eigentlich, weil hier ja auch einige Teilnehmer so vorgestellt werden. Und habe mit den meisten keine persönlichen Berührungspunkte. In diesem Fall, jetzt bei dieser Staffel, gibt es einen persönlichen Berührungspunkt, das ist der Winfried Glatzeder, mit dem ich Theater gespielt habe. Aber ansonsten kenne ich die anderen Kandidaten auch nur wie alle anderen Fernsehzuschauer aus dem Fernsehapparat. Okay, aber trotzdem bin ich mir sicher, wir werden auch über die Staffeln weg mit Sicherheit auch eventuell nicht immer im Einklang den einen oder anderen ganz toll oder ganz schrecklich oder wie auch immer finden. Das macht es am Ende ja auch aus. Im Falle von Winfried bin ich ganz gespannt. Ich habe mir so ein bisschen diese Vorschau-Videos angeguckt, die sie ja alle erstellt haben mit worauf freust du dich in dieser Staffel und so weiter oder wovor hast du Angst? Und Winfried, der ja mittlerweile auch 79 Jahre jung ist, also das darf man auch nicht unterschätzen. Da reden wir aber gleich in aller Ruhe drüber. Lass uns gerne beginnen mit der Vorstellung der Kandidaten. Und ich habe mir natürlich auch eine Liste zusammengeschrieben. Bei mir steht an erster Stelle vielleicht die Krawallnudel schlechthin, nämlich Daniela Büchner. Die war 2020 im Dschungelcamp und ist damals noch als jemand aufgefallen, die erstens auf nichts Lust hatte, die ständig mehr oder weniger lustlos im Camp saß, immer noch sehr getrauert hat, weil gerade Jens Büchner, ihr Ehemann, noch nicht so lange verstorben war. Zu Recht war sie immer noch in Trauer. Ihr Job und es war ihr Job. Ja. Ne? Also da, ne? Und ich sag mal so, ich bin gespannt, was sich geändert hat seitdem. Also ich kann mich noch erinnern, sie hatte auch gegen alles eine Phobie und ist natürlich zu Unrecht in eine Prüfung gewählt worden. Sie wurde ständig in Prüfung gewählt und sie sagt, diesmal wird alles anders, denn sie hat gute Laune, hat aber immer noch eine Phobie gegen alles und wird immer noch zu Unrecht wieder in Prüfungen gewählt werden. Und ihr Ziel sind die zwei berühmten Ks, nämlich die Krone und die Kohle. Ja, wie denkst du über Dani Büchner? Naja, was gibt es da groß zu sagen? Diese Frau ist ganz schwer einschätzbar. Man weiß nicht, wo sie herkommt. Man weiß eben nur, dass das mit Goodbye Deutschland damals mit Jens Büchner in Verbindung war und was die dann aus diesem ganzen, aus diesen familiären Umständen gemacht hat, ist einfach
ein Geschäft und verkauft sich mal so und verkauft sich mal so. Also insofern, und ich möchte dazu sagen, im Dschungel, was ja diesmal keiner ist, also wir sind ja nicht im Dschungel, es gibt ja keinen Monsun, sondern es ist einfach nur Urwald und es gibt auch keine Tropen in dem Sinne. Also ich will das jetzt nicht schmälern, die Bedingungen, aber ich kann mir vorstellen, dass es in Australien nochmal ein Zacken schärfer war, was die klimatischen und Fauna und so weiter anbelangt, Bedingungen betrifft. Aber es gibt kein Unrecht. Da gibt es einfach kein Unrecht und kein Recht in dem Sinne, weil es ja so gedacht ist, dass man in einer extremen Situation für die Gruppe, mit der Gruppe oder für sich alleine eben kämpft. Und deswegen dieses Gejaule und so weiter und so fort von, ja, ich bin zu Unrecht und so weiter. Diesmal ist es ja auch anders. Ich glaube, die Zuschauer können da nicht wählen. Es ist nicht live diesmal. Es Also, ist schon aufgezeichnet worden vor ja. etwa 6, 8 Wochen, glaube ich, etwa. Das Ach, heißt, dann sind die schon wieder zurück. die sind schon alle wieder zurück, dürfen nur natürlich nichts erzählen. Sozusagen, Ja, es gibt ja den berühmten ist klar. Maulkorb, das kennst du wahrscheinlich von Verträgen aus der Schauspielerei auch, dass man bis zu einem gewissen Punkt über Projekte nicht sprechen darf, bevor sie nicht Über offiziell. Inhalte. Genau. Bei uns geht es, ich entschuldige Frank, aber bei uns geht es vorwiegend um Inhalte, über die man nicht sprechen darf. Worum es hier geht, weiß ich jetzt nicht so ganz Das genau. stimmt. Aber da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, über das ein oder andere. Nee, ich habe also von Frau Büchner jetzt nicht so einen wahnsinnigen Eindruck. Es ist immer, wenn ich da mal was gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, aber so funktioniert wohl offensichtlich auch Leben, man kommt auch so über die Runden. Ich habe mal eine Sendung gesehen, da hat sie ihr Haus gezeigt und da war ein wahnsinnig tolles Bücherregal und in dem standen aber nur Handtaschen. Was ja wirklich in jedem Fach standen Designertaschen und Schuhe, glaube ich. Es war aber kein Schuhschrank. Dachte ich, ach so, ja, dafür kann man oben Regal nehmen. Ja. Das ist ja auch eine Geldanlage, so eine Designertasche, die kosten ja immerhin eine ganze Menge und man fragt sich, wo das dann alles so herkommt, In der Tat, ich offensichtlich. habe in dieser Woche noch habe ich einen Fernsehbeitrag gesehen. Da gab es eine Auktion, ich glaube in England, in London war es, glaube ich, mit den teuersten Handtaschen der Welt. Und da Ja. waren Handtaschen dabei. Also da ist eine Dame, glaube ich, ich weiß leider den Namen nicht mehr, vor 2 Jahren verstorben. Und in ihrem Nachlass waren ganz, ganz viele Handtaschen, die sind jetzt unter anderem unter den Hammer gekommen. Und da sind Handtaschen dabei gewesen, die jetzt wirklich in der Auktion bis zu 60.000 Euro gebracht haben. Und da muss man sagen, es gab Eine. eine wohlgemerkt. Ja. Und da muss man sagen, ich glaube, so teure Bücher hast du nicht in deinem Bücherregal, Nein. eventuell Frau Büchner, aber auch nicht in ihrem Taschenregal, das weiß ich nicht. Aber es gibt in der Tat Handtaschen für 60.000 Euro. Was für ein Wahnsinn. Ja. Und da ist mir das dann klar geworden, weil ich dachte, warum stellt sich jemand Handtaschen ins Bücherregal? Ja. Alles klar. Ja, der eine so, der andere so. Ist denn aber so, wenn du sagst, das ist auch mit Jens Büchner, gut, bei Deutschland, das ist ein Geschäftsmodell, ist es am Ende auch ein Stück weit unmoralisch, über den Tod des Mannes sich zu positionieren? Das hat sie im Dschungel ja getan. Sie hat ja eigentlich die ganze Zeit über nichts anderes gesprochen, als wie traurig sie ist, wie sehr sie trauert, weil der Jens war ja auch im Dschungel, darüber hat sie ja dann auch gesprochen, wie die Zeit, dass sie an demselben Ort sitzt, wo ihr Mann ja damals gesessen ist, am selben Lagerfeuer, auf demselben Plumpsklo, im selben Sprechzimmer, also im Baumhaus und so weiter. Also kann man das auch durchaus fragwürdig finden und unmoralisch finden? Also, dass ich dieser Frau nicht eine Emotion abkaufe, nicht ein Wort glaube, ist ja meine persönliche Sache. Ich werde mich nicht aufschwingen, hier irgendwelche Moralkategorien aufzustellen in einer Gesellschaft, wo wir mit diesem Wort ganz vorsichtig umgehen müssen. Also dann könnte man vielleicht auch solche Sendungen nicht machen und so weiter. Wo willst du da anfangen? Dass solche Leute diese Formate für ihre Zwecke nutzen, halte ich für völlig legitim. Und solange sie niemanden anders schaden. Genau. Also wenn jetzt andere Leute drunter leiden würden oder so, jetzt kommen bestimmt wieder irgendwelche Mütter, die sagen, ja, aber die Kinder und so weiter und so fort. Bloß die werden auch mal erwachsen und die können sich dann auch dementsprechend wehren, ja.
Apropos Also. Kinder, ihre große Tochter hat sie in diesem Jahr ins Reality-Business eingeführt. Sie war mit ihr zusammen irgendwie Anfang des Jahres im Forsthaus Rampensau. Da waren die beiden Büchner, also Mama und, nee, da waren die beiden Töchter, sorry, da waren die beiden Töchter drinnen. Und jetzt bei Reality Queens auf High Heels im Dschungel, das war so ein ähnliches Format, was vor ein paar Wochen bei RTL Plus lief, da ist Frau Büchner Mutter und Tochter zusammen aufgetreten. Und ich sag mal so, da wird es uns, meiner Frau und mir, schon ein bisschen unangenehm. Ich darf dich kurz in die Thematik einführen. Anscheinend nennt Frau Büchner ihren Intimbereich, hat sie einen Vornamen gegeben, nämlich sie nennt sie liebevoll Moni und hat dann irgendwie ihrer Tochter am Weiher, dort gab es auch ein Weiher zum Waschen, und hat ihrer Tochter mitgeteilt, es wäre jetzt am dritten Tag mal an der Zeit, die Moni zu waschen. Und ich sag mal so. Entschuldige bitte, heißt denn das von der Tochter auch Moni oder hat das Ding von der Tochter einen anderen Namen? Ich Das hab, würde mich jetzt mal das habe ich in der interessieren. Tat nicht rausfinden können. Ich habe das Gefühl, sie heißen, Schade. es ist ein Doppelmoni, habe ich das Beide Gefühl. Moni. Ja, Moni. Oh. Moni 1 und Moni 2. Aber entschuldige mal Nee, bitte, aber weißt du, wenn du jeder deiner sagt es 21, so. wenn du deiner 21-jährigen Tochter im Fernsehen sagst, sie möchte sich, wir sagen es mal förmlich, sie möchte sich doch mal bitte ihren Intimbereich reinigen, dann hat das schon eine Art von unangenehmem Gefühl, oder? Ja, Frank, das mag ja alles sein. Es ist aber dein Problem. Dann mach doch aus, wenn du das nicht aushältst. Okay, Es ist du offensichtlich hast recht. legitim und es gibt ja keine Kommission, die irgendwie sagt, genau, so geht's aber nicht. Die Moni darf nicht im Fernsehen gewaschen werden. Jetzt sind wir mal bei Dings hier, bei Winfried Glatzeder, mit dem ich Theater gespielt habe. Da habe ich die faltigen Glocken von dem sehen müssen. Und das dann, wenn du dann mit dem Kollegen. Gut, ich bin froh, dass ich nicht Shakespeare oder Goethe gespielt habe, sondern es war nur Franz und Schiller. Diese Bilder dann aus dem Kopf zu kriegen, ist dann auch ein bisschen schwierig, ne? Du hast dich schon angesprochen. Dann lass uns doch bitte über Winfried weitersprechen. Also, wir haben es gerade schon gesagt, 79 Jahre jung. Er war 2014, also vor genau 10 Jahren, im Dschungel. Und er hat in seinem jetzigen Vorstellungsfilm sowas gesagt wie Nosferatu liegt ihm, also so schauspielerisch. Er war übrigens damals in der legendären Staffel mit Larissa Mahold und hat sie Ja, ich weiß, übrigens. die hatten sich nur an die Körper, genau. Oh. Kannst du, weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, als sie versehentlicherweise heißes Wasser verschüttet hat. Da hat er sie angeschrien. Ich habe mir das Ja. notiert. Er hat geschrien: Bist du blöd? Ich habe doch gesagt, Ja. das ist heiß. Ja, sie hat mir das über die Hand geschüttet. Du blöde Kuh. Ja. Ja, das weiß ich noch. Das ist ja das Interessante bei solchen Formaten. Sie halten es ja nicht durch. Also das würde wahrscheinlich keiner, würde die Fassade, die er sich vorgenommen hat, und ich bleibe ganz ruhig und oder ich mache nur das oder ich hau mich voll rein, kann er aufrechterhalten. Weil man, es sind gar nicht die äußeren Umstände, sondern es sind die Leute, die dich einfach dazu bringen, dass du irgendwann das Gesicht verlierst. Okay. Ja. Und nun muss ich dazu sagen, da nehme ich jetzt auch mal kein Blatt vom Mund, der Winfried ist, also hat sich mir gegenüber nicht als sehr angenehmer Kollege auch hervorgetan. Er war also auch in der Arbeit übergriffig, beleidigend, Okay. sarkastisch bis zynisch, weiß nicht, wie es anderen Kollegen ging. Und da musste man schon dagegen halten. Also nicht auf der Bühne, das war alles in Ordnung, aber während der Proben oder auch in der Maske oder in der Garderobe kamen dann immer auch ziemlich, muss ich sagen, Sprüche, was wir ja zum Beispiel auch nicht sehen beim Dschungel, wenn das dann so zusammengeschnitten ist, was vielleicht dem vorausgegangen ist. Ja, und ich habe ihn zwar nicht ausfällig erlebt während der Arbeit, ich habe also zweimal mit ihm gearbeitet. Nicht so ausfallend wie da im Dschungel zu diesem Mädchen, aber auf eine andere Art und Weise ziemlich unkollegial auch. Okay. Und ich bin gespannt, wie er sich jetzt, eine Altersmilde ist, glaube ich, nicht dazu gekommen. Ich bin gespannt, ich habe ihn ja damals auch gefragt, weil mich das einfach interessiert hat, ob er das wegen des Geldes gemacht hat, ja und so und nee. Und er hat damit überhaupt keine Probleme. So, ich bin ja jemand, der sagt, das Geld ist weg, die Schande bleibt.
Damit hat er überhaupt keine Probleme. Und er macht auch gar kein, und das ist auch legitim, weil die Unterhaltungsbranche ja viel gefächert ist. Ich bin ein seriöser Schauspieler oder so. Das ist dem wurscht. Also der spielt Politthriller im Fernsehen, einen Agenten oder so. Dann spielt er wieder Theater, was weiß ich. Und dann macht er eben sowas. Käme für mich jetzt nicht in Frage, ja. So, aber er hat damit überhaupt keine Probleme. Und da hat er mir gesagt, dass ihm die Larissa, heißt sie wohl, ne? Larissa Marold. Marold, ja. Ja, genau. Schrecklich auf den Nacken gegangen ist. Okay. Also die wäre ihm also so auf den Zeiger gegangen und verrückt eben, dass er da, weil ich sagte, Mann, da ging es ja ziemlich zur Sache und so. Ja, also da konnte er nicht mehr. Aber ist wieder alles gut und so. Okay. Wobei, wenn du das so erzählst über Winfried, es kommt mir, ich kenne beide nicht persönlich, deswegen, ich weiß noch nicht, ob du den zweiten Namen, den ich jetzt nenne, ob du ihn persönlich kennst, erinnert mich aber so ein bisschen charakterlich oder wie er sich gibt, so ein bisschen in Richtung Mathieu Carrière, kann das sein? Also so Den kenne menschlich. ich auch persönlich. Und ich habe ihn als sehr charmant. Wir Okay. waren zusammen in einer Sendung, die der Tommy Orner damals gemacht hat. War das die versteckte Kamera? Es war die versteckte Kamera. Und da hatten wir zusammen, also wir waren nicht in einem Clip zusammen, aber wir hatten in der Sendung, wo man dann eingeladen wird, und er war ein zauberhafter, entzückender Kollege. Und ja, und ich war dann wirklich sehr erschrocken, als ich dann das gesehen habe mit der Sarah Knappig, wie der das also vermocht hat, also fast diabolisch, so eine ganze Truppe so zu instrumentalisieren, dass die alle die dann rausgemobbt haben. Also da hat es mir die Schuhe ausgezogen. Und wenn wir jetzt mal von Moral oder Unmoral, das war für mich ganz, ganz hart an der Grenze. Und ich fand es unmöglich von RTL, dass die das zugelassen haben. Da sind wir auch ganz klar, das darf man auch so benennen, im Bereich vom Mobbing gewesen. Ja. Ja, und ich weiß nicht, ob das nicht sogar auch in Kauf genommen wurde seitens des Senders, weil die Knappig sich einfach zu weit aus dem Fenster gelehnt hat mit Interne. Ja, Genau. also indem sie gesagt hat mit dem Jay Khan. Kahn, Jay Khan. ja, Jay Kahn, genau, dass das eine abgesprochene Sache war und dass sie eigentlich erst diejenige war, die dafür vorgesehen war. Und da hat sie einfach aus dem Nähkästchen geplaudert. Genau wie jetzt in der letzten Staffel Cora Schumacher, denkst du, die ist wegen Krankheit da raus? Genau, wobei Ist man doch. sagen muss, 4 Jahre später hat Jay Khan das in dem Interview sogar zugegeben, dass es diese Absprache gab. Also Sarah wurde Ach mehr so, oder das weiß weniger, ich. ja, 4 Jahre später in einem Interview hat das zugegeben. Er hat zwar gesagt, also Sarah war bei mir zu Hause oder ich bei ihr, die haben sich aber getroffen irgendwie eine Woche vorher und er hätte das nur so im Flachs, also im Witz gesagt, aber das wäre nie ernsthaft gemeint gewesen, aber es gab diese Unterhaltung. Und somit hat er ihr da Unrecht getan. Das muss man einfach mal so sagen. Aber lass es nicht zu sehr, sehr abschweifen. Also Winfried ist klar, ich habe noch, vor allem hat er gesagt, ich habe in meiner Karriere über 200 Filme gedreht. Also ich kann mich jetzt nicht an 5 Stück erinnern. Ist das wirklich so? Hat er über 200 Filme Ja, gedreht? also ich habe sie jetzt nicht mitgezählt, aber er hat unheimlich viel in der DDR, der war ein Star Okay. und ich habe den auch sehr verehrt und so bedauerlicher fand ich das dann mit der Zusammenarbeit, dass das so, das ist ja dann oft so, ne? Du findest jemanden ganz toll und dann ist der scheiße. Ja. Aber es ist auch oft umgekehrt, also oft auch nicht so. Der war wirklich ein Star, ich meine, abgesehen jetzt mal von die Legende von Paul und Paula, womit die meisten ihn ja in Verbindung bringen. Er hat ganz viel gedreht. Ob es Okay. jetzt nun 200 Filme waren, das weiß ich nicht. Aber vielleicht hat er auch die Tatort-Sachen mit dazu gezählt. Ja, okay. Das hat ja damals leider nicht funktioniert. Aber das lag nicht nur an ihm, glaube ich. Ja, Aber also sind das wir stimmt gespannt. schon. Und genau, und auch er sagt übrigens, was ist seine Motivation? Seine Motivation ist die Siegesprämie von 100.000 Euro, die gibt es ja, weil als er daran teilgenommen hat an seiner Staffel, gab es diese Siegesprämie noch nicht. Er sagt zwar Ja. so ein bisschen lapidar, da gab es nur die blöde Krone, was ja Quatsch ist, denn jeder hat ja trotzdem seine Gage bekommen, die er ausgehandelt hat. Also das ist schon wieder so ein bisschen Mumpitz. Und wer gut verhandelt hat, hat auch damals schon 30, 40, 50.000 Euro bekommen, wenn er einfach geschickt war im Verhandeln.
Ja, nur ich frage mich, was will der in seinem Alter noch mit 100.000 Euro? Dich zum Ich Essen schaffe das einladen. gar nicht. Oder? Mit der, sich mit dir Dann geht aussprechen, ja dich noch zu. die Steuer weg. Na gut, also mit 50.000 kann er es noch schaffen, ja, Ich weiß auch nicht, auszugeben. wie die Rente bei ihm aussieht. Wir wissen ja alle, mittlerweile muss man ja leider sagen, und das ist eher, ja, tragischer als jetzt lustig, dass ja viele, viele Schauspielerinnen und Schauspieler einfach natürlich auch nicht gut für ihre eigene Rente vorgesorgt haben. Und wir haben das Doch, ja. also wir, ja, die wir aus der DDR kommen, insofern, weil wir waren immer fest angestellt, das wissen viele nicht. Okay. Und auch wenn wir drehen oder wenn wir Theater spielen, sind wir fest angestellt, dann geht das in die Rente rein und dann musst du dich halt arbeitslos melden. Das machen viele nicht, hat er auch nicht gemacht, hat er selber gesagt, da waren auch noch andere Kollegen dabei, da sind ihm ein paar hundert Euro durch die Lappen gegangen. Aber wir müssen jetzt wirklich kein Mitleid haben Okay. mit Winfried. Also Okay. das, jedenfalls hat er das in der Öffentlichkeit auch gesagt, jetzt nicht den Medien, aber wo andere Menschen mit dabei waren. Wir dürfen nicht solche Beispiele wie Heinz Hönig oder der andere Markus Majowski als, na, wie soll ich sagen, Als Paradebeispiel oder so? ja, als Paradebeispiel nehmen. Also das ist nicht der Fall. Okay. Weil wir immer auf Lohnsteuerkarte arbeiten. Okay, Also genau, man hat. meistens gibt es auch Einkünfte. Also der Dschungel wird sicher nicht auf Lohnsteuerkarte sein, nehme ich mal an. Also es gibt eben auch Einkünfte auf Honorarbasis. Und da, wenn man da eine gute Gage hat, muss man halt gucken, was man mit dem Geld macht. Ob man dann noch zusätzlich irgendwie privat rentenversichert ist. Aber wer sagt schon nein zu 100.000 Euro? Gehen wir mal. Na? So. Und wir kommen zu jemandem, der mich in diesem Jahr im Dschungel sehr gut unterhalten hat. Und zwar Gigi. Man darf, also das ist nur meine persönliche Sicht, man darf Gigi, sagen wir mal, leicht gestrickt finden und sagen, er hat nicht eine besonders gute Allgemeinbildung, sagt er auch selber gewisse Dinge, wenn du mich Er hat gar fragst. keine Bildung. So, wenn du mich fragst, wo liegt der Fluss, was interessiert mich, wo der Fluss liegt? Außerdem kann er mit Fischen nichts anfangen, außer dass er andere mal als du Fisch bezeichnet hat, und so weiter. Und ansonsten ist er immer noch der Meinung, jetzt wenigstens im Sommerdschungel möchte er der erste Teilnehmer sein, der Geschlechtsverkehr im Dschungel haben wird. Damit geht er, mit diesem Vorsatz geht er in den Dschungel. Wie siehst du, Gigi? Es könnte dein Enkelsohn sein. Möchtest du ihn da eher an die Brust drücken und sagen, komm, mein Junge, ich schüttel dich mal, oder? Nein, also erstmal fragen, das könnte nicht mein Enkelsohn sein. Sowas nicht, auf gar Okay. keinen Fall. Oh, jetzt höre ich, oh, jetzt. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, da hört bei mir, ich bin also leicht zu unterhalten, durchaus. Aber der Unterhaltungswert stellt sich für mich nicht ein da. Okay, warum? Weil das mit einer solchen Primitivität und einhergeht. Und auch mit einem nicht bereit sein dazu zu lernen. Ich bin so, wie ich bin und nehmt mich so, wie ich bin. Dafür reicht es nicht. Also das kann ich nicht akzeptieren. Es tut mir Okay, leid. Ich okay. fühle mich von diesem jungen Mann richtig angewidert. Okay. Ja. Okay, auch was so Also so wie das, er sich auch das so letzte Mal, was das Verhalten angeht, weil wenn ich Respekt eine, gegenüber Frauen oder irgendwie sowas, ist das auch ein Punkt, wo du sagst, er geht nicht respektvoll ja. mit Frauen, mit Menschen generell nicht um oder was? Ja, und wenn sich einer, guck mal, über das primitivste, über den primitivsten Instinkt einer Kreatur definiert, dem Geschlechtsverkehr, also dass er damit glaubt, zu punkten oder Eindruck zu machen, was wirklich jeder Affe macht, jedes Pantoffeltier, hätte ich jetzt beinahe gesagt, das sind Einzeller, vermehren sich, haben irgendwo Geschlechtsverkehr. Wenn das die Krone ist, der Leistung, die ich da erbringe, dann muss ich dir sagen, ich kann das nicht aushalten, Okay. sowas. Ich bin Ganz gespannt, schwer. was du über ihn sagen wirst in den nächsten 2 Wochen. Er ist ja übrigens Ich bin aufgefallen. gespannt, wie er Ja. sich, ja, genau, ich bin auch gespannt, wie er sich präsentiert und ob das nur eine Provokation war. Das kann ja auch sein. Genau. Und er ist ja übrigens dadurch aufgefallen, dass er ja in diesem Jahr unter anderem das Pizzagate veranstaltet hat, denn er gehört ja zu den ersten, die mit 2 anderen, glaube ich, zusammen, als sie über Nacht weg waren auf der Schatzsuche, Fand ich aber in Ordnung. dass die Pizza gegessen haben, genau. Ja, fand ich super. Was soll das? Dieses Verlogene, ja, an die Gruppe denken, so ein Fuchsstück Pizza hätte für niemanden gereicht.
Und dann, ich meine, das waren jetzt nicht die Beweggründe. Da fand ich ihn sogar noch ganz süß, wie er noch mit seinem Gewissen gekämpft hat und so weiter. Wer ist denn das jetzt? Und so. Das fand ich noch ganz niedlich, wie sich da alle künstlich aufgeregt haben. Was soll das? Wollten wir alle mal an so einem Salamistück lecken? Mehr wäre ja gar nicht drin gewesen und es hätte nichts gebracht. Und wenn jetzt diese beiden Jungs hätten irgendwas für die Gruppe reißen müssen, wären die jedenfalls nicht aus Hunger dazu nicht in der Lage gewesen, weil sie nämlich Pizza gefressen haben. Genau. Und was So, ich ich übrigens fand noch, das also voll in Ordnung. was ich noch ganz Und süß finde, die haben es ja. auch zugegeben, ne? Ja, sie haben es zugegeben dann irgendwann. Ja, genau. Ja, genau. Und ich muss sagen, was ich noch ganz süß fand in diesem Einspielfilm ist, was oder wen wirst du am meisten vermissen? Da hat er wirklich gesagt, ich werde meine Mama am meisten vermissen. Und das hat er wiederum was ganz Niedliches irgendwie. Wenn das mal nicht auch alles Ja, italienisches Kalkül und so, ne? Man Kalkül weiß es nicht, man weiß es ist. nicht. Italiener, Mama, und das Ja. gehört dazu. Weißt du, ich habe mal, ich schweife jetzt ab, aber ich habe mal Berührung gehabt mit so Reality-Leuten. Ich sage jetzt mal keine Namen, in einem Format, wo ich dachte, das ist relativ seriös. Es war dieses Promi-Backen. Und da habe ich gesehen, die ticken ganz anders, als man sich das in einem normalen Wettkampf vorstellt. Also ich weiß nicht, ob es eine Ausbildungsstätte dafür gibt. Jedenfalls haben die eine ganz spezielle Art, sich zu positionieren. Das hat nichts mit Fairness zu tun, das hat nichts mit einer Art von Menschlichkeit zu tun, das hat nur was mit Kalkül zu tun. Deswegen bin ich dem Ganzen sehr skeptisch gegenüber, also den meisten Leuten. Und ich durchschaue sie auch relativ schnell, das wage ich jetzt mal zu behaupten, Lass uns über eine psychologisch. Dame sprechen, die ich auch ganz toll finde, weil sie eine sehr direkte Art hat und ich mag sie wirklich und ich verfolge sie seit rund 20 Jahren, seit sie ihren ersten Fernsehauftritt hatte. Ich rede von Kardah Loth, die mir erstmalig aufgefallen ist, als sie beim normalen Big Brother dabei war. Legendär ist übrigens, dass sie dort in Ohnmacht gefallen ist, aber bewusst. Sie hat nämlich erstmal geguckt, wo die Kameras sind. Da ist eine Kamera da, sind. Man sieht das. Und dann macht sie so die Handinnenfläche auf die Stirn. Oh, und dann ist sie in Ohnmacht gefallen. Das war wirklich schauspielreif, auch wenn sie keine gelernte Schauspielerin ist. Und dann ist sie danach in einem der ersten Reality-Formate außerhalb des Dschungels gewesen, nämlich auf der Alm. Das musste 2004, 2005 gewesen sein und hat da übrigens gewonnen und ist Almprinzessin geworden. Und dann, ja, wie es dann so war, war sie auch in diesem Format, in jenem Format. Aber ich finde, immer ist sie sich treu geblieben und hat eine gewisse Niveaugrenze niemals unterschritten. Man kann Das natürlich ist von ihr sagen, sie hebt vielleicht manchmal ein bisschen ab, ist vielleicht ein bisschen drüber, vielleicht auch ein bisschen von sich selbst überzeugt, alles gut. Durch ihr ein bisschen nasalen Ton wirkt das natürlich auch nochmal so ein bisschen drüber. Aber ich mag sie unheimlich, weil sie eine ehrliche Haut ist und weil sie sagt, was sie denkt. Wie findest du sie? ja, ich habe mich mit ihr jetzt nicht großartig beschäftigt, Okay. aber ich kann, nee, warum sollte ich jetzt, ne? Sie ist mir nie negativ aufgefallen. Sie kann sich gut ausdrücken. Und da ist wiederum, dass ich das auch zum großen Teil glaube, weil das ist manchmal so, dass man sagt, oh Mädel, dass die da auch selber dran glaubt, was sie sagt. Und deswegen ist die auch authentisch. Außerdem finde ich, wie sie, also, ja, sowas braucht eine Gesellschaft, solche Paradiesvögel auch, Ja, zur finde ich. Contenance, sagt sie mal, Contenance. Und als sie gefragt wurde, worauf freut sie sich am meisten? Und da könnte man sagen, vielleicht ein Stück weit naiv oder Kalkül, weiß ich nicht. Sie hat gesagt, ich freue mich am meisten auf das Lagerfeuer und gute Gespräche. Glauben wir ihr Das das? kann ich mir vorstellen. Okay. Das ist natürlich traurig, wenn man. Wenn man glaubt, in so einer Runde gute Gespräche zu haben, wenn man jetzt nicht, Wenn ein das Gigi muss doch dabei möglich ist. sein, in Berlin noch andere Menschen. Also, ja gut, okay. Aber man hofft ja immer. Und das kann ich mir vorstellen. Man weiß ja auch nicht viel über das Leben, was sie führt. Vielleicht ist das auch alles nicht so glücklich und dass das so eine Auszeit auch für sie ist. Kommen wir Weißt du? jetzt, ja, definitiv. Kommen wir zu jemandem, den wir eigentlich ganz schnell abhaken können, weil das einer ist, von dem ich mich frage, warum ist er dabei? Für mich überhaupt nicht
Einer, der mir im Gedächtnis geblieben ist, wir reden von Mola Adebisi, der zwar auch mit seiner jetzt mittlerweile Ehefrau im Sommerhaus der Stars war, und zwar in der legendären 2021-Staffel, als Mike Zies dort war, wo ja rausgekommen ist, dass Mola mit der noch Ehefrau von Mike Zies vor 20 Jahren mal was hatte und er derbe ausgeflippt ist, weil er nie davon gewusst hat. Wo ich mir denke, mein Gott, du musst als neue Partnerin doch nicht deinem Mann all deine männlichen Bekanntschaften der letzten Jahrzehnte offenlegen. Also das ist ja wohl gut. Aber Mola Adebisi leider für mich relativ, und das meine ich jetzt bitte nicht rassistisch, aber relativ farblos. Ich weiß, was du Also sagen willst, farblos, ja, ja. Ja, also geht mir ich frage genauso. mich, was will er da? Warum hat man ihn für den Cast genommen? Kannst du das erklären? Ja, da habe ich mich, das habe ich mich auch gefragt, weil es heißt ja auch Legenden, So. ne? Und legendär war da bei dem jetzt gar nichts. Ich kann mich so gut wie gar nicht an die Teilnahme. Ich weiß, dass der war, glaube ich, in der Staffel 8. Mit Winne zusammen. Die waren zusammen in einer Staffel. Wahrscheinlich waren die anderen so stark, also Winfried und auch die Larissa Marhold und so, dass der da völlig untergegangen ist. Ich kann mich auch an den gar nicht erinnern in seiner, was war der? Viva Viva Moderator? War der Moderator, bei genau, Viva? ja, genau. Auch daran kann ich mich jetzt nicht so wahnsinnig erinnern. Da sind mir die Frauen einfach mehr im Gedächtnis geblieben. Das Aber stimmt. mal gucken. Ich Reden weiß wir. nicht, vielleicht ist jemand abgesprungen. Ich habe im Vorfeld gelesen, er hat ja wohl jetzt ein Kind bekommen. Ja, genau. Und Hat für das Kind macht er seine das. damalige Freundin, mit der er im Sommerhaus war, die hat er dann auch mittlerweile geheiratet. Sie haben zusammen ein Kind bekommen, genau, und sind eine glückliche Familie. Und das gönne ich ihnen natürlich von Herzen. Ich weiß jetzt nicht, wenn du sagst, abgesprungen, kann das sein, dass du angefragt wurdest und du hast kurzfristig abgesagt, Nee. dass Mola dafür Nein, nein, reingegangen das ist? sind ja alles nur die, die schon mal Ich sehr weiß. witzig. Aber muss sagen, ist Ich fange auch noch an, das zu erklären. die Voraussetzung war, aber es durften keine Dschungelkönige sein. Also die waren definitiv, es ist kein Sieger mit dabei. Nee. Die waren von vornherein draußen. Genau. Warum? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht, weil Aha. mittlerweile zu viele verstorben sind. Da sind ja einige mittlerweile von Costa Cordalis und da sind ja einige gar nicht mehr am Leben mittlerweile von Siegern, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Doch, Oder war es Ingrid nur van Bergen Costa? lebt noch. Es ist nur Costa. Ach so. Die Nick lebt noch, das Okay. weiß ich zufällig ganz Ja, genau. okay. Seht ihr euch manchmal in Berlin im Supermarkt, oder? Im Späti. Nee. Ich lasse mir lieber, damit ich Lass uns niemanden über treffe. eine Frau reden, mit der ich in der Tat auch große Probleme im Fernsehen habe, weil ich sie absolut unsympathisch finde. Ich bin gespannt, was du über sie sagst. Julia Siegel. Ich kann Ich die nicht auch. ab, es tut mir leid. Die definiert sich nur über ihren Vater. Ich frage mich immer, was sie geleistet hat. Ja, sie hat hier und da in Formaten teilgenommen. Sie war als DJ unterwegs. Aber ansonsten, wenn ich mir ihren Vorschaufilm angucke, ich schaue da gerne nochmal rein. Da hat sie so Dinge gesagt wie: Ich bin seit 1992 im deutschen TV nicht mehr wegzudenken. Ja, ich Ja, bin ja. provokant, aber mit Niveau. Entschuldige mal bitte, wo ist das Niveau? Sie ist alles möglich, aber sie hat kein Niveau in ihren Formaten. Sie lästert ohne Ende, sie manipuliert ohne Ende und sie ist auch ellbogenmäßig ständig so unterwegs, dass sie Keine alles. Klasse, ja, hat Nein. keine Klasse. Und also bei ihr hat man immer den Eindruck, wenn die sich also präsentiert, gibt es was, was die nicht kann. Ja, es ist ja also unwahrscheinlich, was sie alles von sich gibt, was sie macht und tut und kann. Und damals auch, das fand ich auch ganz, ganz fürchterlich mit dieser Auflegerei, wo Nadel sich da versucht hat, wie die da behandelt hat und ja, also nein, da muss ich auch sagen, da rede ich jetzt auch mal von Sympathie und Antipathie. Ist mir sowas von unsympathisch, diese Frau. Und die hat ja auch Kinder und alles. Man denkt immer, wenn dann so Leute Kinder kriegen, dass sich dann mal irgendwas tut. Ja, dass man sagt, ach Gott, das war eine Zeit davor und ich wollte mich austoben und mal alles ausprobieren, warum nicht und so. Aber Mensch. Dann denke ich immer, die armen Kinder. Ich bin auch ein Kind von Leuten, die in der Öffentlichkeit standen, jetzt nicht so wie die, aber und mir war schon vieles peinlich und ich habe mich geschämt und so weiter.
Und ich weiß nicht, ob du sie im Sommerhaus der Stars gesehen hast, wahrscheinlich nicht. Das war Nein. für mich ihr unangenehmster Auftritt. Da war sie mit ihrem mittlerweile getrennten Partner drin, der, glaube ich, weiß nicht ganz genau, ich glaube, 15 Jahre jünger war irgendwie so den Dreh. Und da ging es den ganzen Tag. Und sie ist ja, wie alt ist sie? Sie ist doch, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber Ende 40 ist sie doch auch, Anfang 50. Ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, sorry für alle. Aber ich schaue da gerne beim nächsten Mal nach. Aber sie ist durchaus schon im reiferen Alter. Und im Sommerhaus hat sie auch mit ihrem Partner nur über Sex geredet, dass sie am Tag 5-mal mit ihm in die Kiste steigt und dass sie nicht genug von ihm bekommen kann. Und wo ich mir einfach frage, sie will von Niveau sprechen. Es ging den ganzen Tag um nichts anderes als wann sie wo mit ihm überall und so weiter. Es war unfassbar niveaulos und Weißt du, was das Traurige ist? Ich meine, die hat ja nun wirklich alle Optionen durch den Vater. Ich bewundere wirklich Kinder von berühmten Eltern, die was selber auf die Beine gestellt haben. Denn das ist nicht einfach mit solchen berühmten Eltern dann und so weiter. Aber der haben alle Türen offen gestanden und sie hätte da was draus machen können. Anderen sind so eine Tür nicht offen gewesen und die mussten sich durchkämpfen und die hat dieses ganze Potenzial, denn sie ist ja ein hübsches Mädchen gewesen, mal, da hätte man doch was draus machen können. Man hätte auf eine Schauspielschule gehen können oder was weiß ich, wie sie nennt sich auch Model, also eine Model, auch da wären doch sicher irgendwelche Möglichkeiten gewesen. Und dann jetzt nur diese Trash-Formate ja. und dann auch so unangenehm. Also sie ist wirklich eine sehr unangenehme Person. Finde ich auch, finde ich auch. Ich werde nie vergessen, es war Also vor. das sage ich jetzt, ohne sie persönlich zu Ja, kennen. ja. Vielleicht, wenn man sie kennenlernt, ist da noch was ganz anderes. Das Ja. kann ja sein. Ich kenne ein Aber paar ich kenne Menschen, die die kennen sie Seite natürlich. persönlich. Ich kenne ein paar Menschen, die kennen sie persönlich. Die haben mir das leider auch bestätigt, dass es doch eher. Ich möchte da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber dass sie in München selber auch, sagen wir mal, Geschichten hat, wo sie nicht immer ganz positiv draus hervorgeht, nennen, sagen wir es mal so. Und das ist eigentlich sehr schade. Aber vielleicht ist es am Ende, weil sie immer gegen den Namen ihres Vaters kämpfen musste, ich weiß es nicht, dass man sie immer mit ihm in Verbindung gebracht hat. Das mag am Ende auch eine Art Schicksal zu sein, dass man nie eigenständig agieren konnte, weil es immer nur heißt, du bist die Tochter von, du bist die Tochter von. Das mag alles so sein, aber irgendwann muss man sich auch mal freikämpfen von dem Namen. Ja, und vor allen Dingen, was kann der Ralf Siegel dafür, dass er nun so ein begnadeter, ist mir egal, ob mir die Musik jetzt gefällt oder nicht, aber er ist begnadeter Komponist und hat eben auch was geleistet und so. Das muss ich ja dann nicht mit, also wenn du dann so eine missratene Tochter hast, die dir dann den ganzen Nimbus kaputt macht. So, ich meine, das ist ja, aber, naja, gut, mit Lass Uschi es, lass Glaßhuber es, ja genau das Gleiche. genau, lass es zum nächsten kommen, der leider auch nicht so positiv in Erinnerung geblieben ist, und zwar Erik Stehfest. Der wurde im Camp Ja. damals auch als Psycho-Erik bezeichnet, weil er natürlich versucht hat mit, ich weiß nicht, ob es Taktik war, er ist in Erinnerung geblieben, weil er zum Beispiel eine Prüfung gar nicht erst angetreten hat, sondern gleich Ja. direkt gesagt hat, ich bin dann Star und mich hier raus, und gefragt wurde, warum trittst du nicht erst an? Da hat er gesagt, Ja. weil es einige Mitcamperinnen und Camper gibt, die mich nicht mögen, die hassen mich, und ich sehe es nicht ein, für Menschen, Ja. die mich nicht mögen, Essen zu erspielen. Und hat deshalb Ja. gesagt, ich mache diese Prüfung nicht. Ist dir das auch in Ja, Erinnerung geblieben? niedlich. Sowas Lächerliches. Oder? Also das fand ich ein Statement, das war sowas von asozial auch nicht verstanden, worum es in diesem Format geht. Weißt du? Ja. So, und er wollte jetzt nun mal eine ganz besondere Bombe platzen lassen. Das habe ich schon im Vorfeld gesehen. Schon wieder zu der Prüfung gegangen ist, habe ich gedacht, was ist jetzt passiert was? Und siehe da, und da war es nicht mal so, dass es mich überrascht hat. Ich sage, nein, damit habe ich ja nun gar nicht gerechnet. Der macht ja seinem Namen alle Ehre. Der hat Eier. Nee. Nein. Also, nun, überhaupt nicht. Wenn da so dummes Zeug gequatscht wird, dass der da nun gleich umkippt und sagt, nee, dann hole ich euch kein Essen. Also wie alt? Das ist doch Kindergarten. Das ist Ja, doch nicht definitiv. erwachsen. Definitiv. Das ist irgendwie, weil sie Und auch noch. auch jetzt ganz ehrlich mit Verlaub. Die gehen mir so auf die Nerven, dieses Ehepaar.
andauernd mit dem, es ist sicher eine ganz, ganz schlimme Geschichte, was seiner Frau da passiert ist. Aber Definitiv. damit nun immer sein Geld zu verdienen. Also Kinder, wisst ihr, das, Es ist so ein wie bisschen, gesagt, es ist so ein. es ist alles erlaubt, können sie alle machen, aber mir geht es wirklich auf die Nerven. Und ich sehe da eben eine Taktik und ein Kalkül dahinter. Und ich verstehe das auch nicht. Der hat doch mal in gute Zeiten, schlechte Zeiten mitgemacht. Was ist denn mit dem los? Der kann doch diesen Beruf weiter ausüben. Was Jetzt, ist mit dem? hätte ich dich mal fragen wollen, ist das für dich sozusagen ein anerkannter Schauspieler, wenn man bei. Ich weiß jetzt nicht, ob er es gelernt hat, das Ich weiß ich weiß nicht, natürlich ob nicht. der, keine Ahnung, du, das Aber. weiß ich nicht, ob der, ich gucke das nicht. Das ist nicht meine, ich bin nicht die Zielgruppe und aber diese Leute haben ja ihre Berechtigung und das ist Natürlich. ja auch eine Serie, die ja nun nicht ohne Grund so erfolgreich ist. Und das gibt es Leute, die durchaus diesen Beruf über dieses Format eben auch gelernt haben. Genau. Das ist ja auch möglich. Du kannst Genau. ja auch Learning by Doing, Genau. ja. Ob die jetzt unbedingt auf einer Theaterbühne, da muss noch ein bisschen vielleicht dazukommen an Technik, aber die haben durchaus eine Berechtigung. Ich habe den Jungen nie gesehen in der Rolle, die er da verkörpert hat, deswegen kann ich das nicht sagen. Ich habe nicht mal Ausschnitte gesehen, sollte ich mir vielleicht mal angucken. Kann ich nicht sagen, aber der hatte doch da einen guten Job. Verstehe nicht, warum Gehe ich da. von aus. Und wie du gerade gesagt Vielleicht hast, hm? hat er gedacht, dass irgendwie jetzt die amerikanische Karriere losgeht oder so. Das ist ja oft auch bei vielen so, dass die dann aussteigen, wo man sagt, was willst du stattdessen machen? Ja. Und wie Jetzt will ich gesagt, was richtig. das war für viele Weißt du? durchaus ein Sprungbrett. So entweder als Sängerin oder Sänger, wir erinnern uns da an Yvonne Katterfeld und Jeanette Biedermann, die da ihre ersten Rollen hatten und dann mit der Gesangskarriere durchgestartet sind. Aber auch jemand wie Naja, Rea. aber die konnten auch singen. Die Natürlich, na können klar. beide singen. Das ist. Und die Katterfeld hat das auch studiert. Die hat ja Natürlich. Musik studiert. Aber sie Ne? hat bei gute Zeiten, schlechte Zeiten, wurde sie dem Publikum auch mehr oder weniger erstmalig Richtig. vorgestellt. Genau. Genau. Und ich erinnere mich da sehr Und gern dann an. kannst du das machen, wenn die jetzt ohne diese Fernsehpräsenz wäre vielleicht der Weg schwieriger Genau. gewesen. Ne? Ja, Weil du hast da du 5 Millionen recht. Fernsehzuschauer hattest und bist einfach Ja. einem breiten Publikum bekannt gemacht worden. Oder Rea Harder, Ja. die danach ja bis heute ja in Notruf Hafen kannte, ich glaube auch schon gefühlt seit 15 Jahren oder so spielt in Hamburg und so weiter. Und die hat auch bei gute Zeiten, schlechte Zeiten angefangen. Und ich finde, Ja, ich das ist, will es. ne? Und die ist doch eine gute, also das Ich kannst du finde die doch toll. durchaus. Ja? Ich finde die auch super, wie die Ja. das spielt und was Ja. spielt da. Ja, also wie gesagt, das ist nicht alles ist Niveau Andreas Elsholz, der nicht schauspielern und nicht singen konnte, aber es gibt auch andere Beispiele. Wie zum Und Beispiel. der spielt heute Theater. Andreas. Ah, okay. Aber mu man muss sagen, So. seine G Gesangskarriere, die ja doch mehr Sprechgesang als Gesang war, das war jetzt noch nicht so von der. Aber es hat ja auch ein gewisses Publikum angesprochen. Er war ein Teenie-Schwarm damals. Er war x-fach in der Ja. Bravo. Und es hat das Zielpublikum, hat das gewollt, was sie dort geboten haben. Und du kennst das ja selber. Köder und Angel und Angler und so weiter. Und so ist es am Ende irgendwie. Der Köder muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und Naja, um noch, ja genau, um noch mal auf den Stehfest ja. zurückzukommen, der hat auch so gar keine Ausstrahlung. Da sind wir nämlich jetzt auch wieder beim Thema. Also ich finde den so ausstrahlungslos. Also ich würde den auf der Straße nicht erkennen, glaube ich. Aber vielleicht, ich gucke auch anders. Also Im Zweifel erkennst du ihn vielleicht vielleicht. an seinem Halstattoo oder so, aber ich weiß es nicht. Lass uns über eine andere Dame sprechen, die übrigens auch behauptet, international schauspielerische Erfolge gesammelt zu haben. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, hä? Habe ich doch gar nicht auf meiner Liste Ja. stehen. Sarah Knappig Ja. hat ja in Ja. Sharknado 4 und 5 Ja. in Hollywood gedreht. Ich weiß nicht, wie viele Szenen Ja. sie da, wie viel Drehtage sie hatte. Wahrscheinlich nur einen halben. Nee, nee. Nee? Nee, Tue ich ihr nee. Unrecht? Tue Ich ich ihr habe sogar Unrecht? die Dreharbeiten, da haben sie sogar was drüber gebracht. Das habe ich sogar gesehen. Und da hat sie sich auch gar nicht so blöd angestellt. Nun Okay. weiß man aber nicht, was davon übrig geblieben ist. Das ist allerdings auch schon ganz großen Schauspielern passiert, dass von ihrer Szene dann nur noch 3 Sekunden irgendwie übrig geblieben sind. Das muss nicht unbedingt an ihr gelegen haben. Sprichst du da Aber aus die hat echt Erfahrung, lieber Manon? ganz großen Schauspielern. Nein, aber die hat echt einen Knall. Den mag ich aber, diesen Knall.
von der, der, es gibt doch Knelle, wie ist der Plural von Knall? Knaller? Ja, wahrscheinlich. Sie Weiß hat einen Knaller. nicht. Also Leute mit dem Knall und mancher Knall ist irgendwie sympathisch und dann gibt es welche, die haben einen Knall, wo man sagt, bitte geh weg. Bitte belästige mich nicht damit. Geh einfach, geh weg, weg, bitte, geh. Sie war Und die diejenige, hat einen Knall, da gucke ich gerne zu. genau, sie war Die diejenige, quatscht da. drauf los, die mit dem, ich kriege keine Air oder was hat die damals gesagt? Und My air die was ist so, away, genau, ja. aber ja, my air was away. Musste erst mal drauf kommen. Und Sie sie wurde hat. aber verstanden, ist doch scheißegal. Und sie hat in Amerika gedreht mit dem Englisch, also bitte. Na, aber das hat doch Susanne Starnke auch schon gemacht, glaube ich, bei einer Folge Law and Order, wenn ich mich recht entsinnen kann. Die ja dann gesagt hat, ich verlasse die Tagesschau, um irgendwie große Schauspielerin zu werden. Ja, die hatte doch so einen bekloppten Manager, der die auch dazu gebracht hat, dass die in der, im Fernsehen eine Darmspiegelung öffentlicht. Also, dass die Darmspiegelung, ja. Das ist ja wie bei Nadja Abdel-Farag, die ihre Brüste mal hat wiegen lassen in einer Game-Show im japanischen Fernsehen oder zumindest in Deutsch gedreht, aber so eine japanische Geschichte, wo sie auf eine Waage ihre Brüste hat wiegen lassen oder so. Das war ja auch so ein verrücktes Ding, Ja, aber. aber weißt du was? Was alle vergessen haben, ist, dass Markus Lanz, der damals noch bei RTL war, eine Brust-OP kommentiert hat mit einer grünen OP-Haube offenbar. Da wird nicht drüber gesprochen. Werden immer nur die Frauen vorgeführt, die irgendwelche Fehler machen. Aber woher zum Beispiel einige Moderatoren kommen, was die für Formate früher gemacht hat, da wird Stillschweigen, ne, Und drüber. wo du Muss ich sagst, nur mal sagen an der Stelle. Markus Lanz hat sogar in den ersten, ich glaube, den ersten beiden Staffeln, war er sogar der Außenreporter, hat am Wochenende tagsüber die Zusammenfassung gemacht. Der war auch in Australien und hat den australischen Außenreporter gemimt in den ersten beiden Staffeln. Also das hat er auch mal auf dem Kerbholz gehabt. Aber kurz nochmal zu Sarah Knappig. Klar, so Dinge wie, die sind so in Erinnerung geblieben. My Air Was Away oder sowas wie, das war die schlimmste Dschungelprüfung aller Zeiten und aller, die noch kommen werden, die ich gemacht habe. Dann hat sie auch gerne abgebrochen, Dschungelprüfung, und sie ist sogar freiwillig gegangen. Und man darf nicht vergessen, das weiß kaum heute noch einer, nach ihrem freiwilligen Auszug gab es am Abend eine Dschungel-Sondersendung bei RTL, die man gemacht hat, aufgrund der Vorkommnisse. Also, das hat nur Sarah Knappig geschafft, muss man auch mal Ja, sagen. und ich bin gespannt, was, wie die sich entwickelt hat, ob das immer noch so ist. Aber wie gesagt, der Knall tut ja keinem weh. Also höchstens, dass sie dann mal irgendwann später sagt, oh mein Gott, was war denn da mit mir los? Und so. Aber ich glaube, die ist auch ganz zufrieden mit sich und die sagt auch, was sie denkt. Und ich Wir sind finde die in gespannt. Ordnung. Ja, wir sind gespannt. Also ich finde die wirklich in Ordnung. Abgesehen davon, was ihr damals widerfahren ist, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das ausgehalten hätte. Also sie Okay. hat es ja auch nicht ausgehalten, Ja. ist rausgegangen. Aber so ein Aggressionspotenzial von einer Gruppe auszuhalten mit so einem Anführer, mit so einem alten Rudelführer, sage ich jetzt mal. Das, oh, nee, also. Und man muss sagen, Und diesen, sie ist mittlerweile auch Mama. Und ich bin mal wirklich gespannt. Auch ja. da hat ja am Ende jetzt ein Reifungsprozess. Sie ist viel, was haben wir gesagt? 2011 war sie, glaube ich, dabei. Vor 13 Jahren. Da ist es viel Wasser den Rhein runtergelaufen. Ich bin gespannt, wie der Entwicklungsprozess war und wie gereift sie heute daherkommt. Ich bin da mal gespannt. Apropos gereift. Eine Dame, die zwar auch im Dschungel war, aber seit vielen Jahren schon nicht mehr im Fernsehen tätig war, aber trotzdem eine Art Ikone des Realities ist, weil sie nämlich in der zweiten Big Brother Staffel teilgenommen hat. Eine Staffel, die damals wirklich noch nach der ersten fast jeder geguckt hat. Ach, die Rackwitz. Ja, genau, die Hanka, die ja sich da damals auch angelegt hat mit einigen Bewohnern im Big Brother Haus und aber in der Dschungelstaffel, in der sie teilnahm, unter anderem deshalb auffällig war, weil sie sämtliche Phobien hatte. Sozialphobie, Tierphobie, und so weiter und so weiter, wo man sich damals schon. Waschzwang. Genau, Waschzwang Waschzwang, hatte ich. wo man sich damals schon gefragt hat, warum tut sie sich das freiwillig an? Jetzt fragen wir uns heute wieder, warum tut sie sich das nochmal an? Sie sagt mittlerweile, sie hat Therapien hinter sich, es geht ihr um einiges besser mit Menschen, mit Nähe, mit
mit Berührungen hat sie immer noch Probleme. Also es bleibt spannend, wie sie das umsetzen lässt. Und sie hat vor allem Angst, dass sie ihr mittlerweile Privatleben aufs Spiel setzt. Sie lebt zwar als Single, arbeitet in einer, ich habe es mir notiert, kleinen Moment. Sie arbeitet in Das ist schon einem. mal gut. Sie arbeitet. Sie Ist arbeitet, ja genau. nicht Und bei zwar allen als. so. Als Küchenhilfe arbeitet sie, lebt alleine Ah ja. und lebt einfach ein ganz privates Leben außerhalb der Öffentlichkeit. Sie hat viele Jahre nicht im Fernsehen stattgefunden, man erkennt sie mittlerweile nicht mehr und sie hat ein bisschen Angst davor, dieses Privatsein wieder ein Stück weit herzugeben. Dann sollte man nicht Ja, teilnehmen, also, oder? weißt du, du gehst, glaube ich, davon aus, dass das alles war immer so, alles so stimmt. Okay. Also ich glaube, dass die schon, ich mache mich wirklich, wirklich, wirklich nicht über Phobien lustig. Da bin ich weit davon entfernt. Aber ich glaube das immer gar nicht so. Ich glaube, dass der Sender auch was braucht, was es noch nicht gegeben hat. Und so eine Else hat es eben noch nicht gegeben, die also das dann eben auch so zelebriert, sage ich mal. Gar nicht böse gemeint, ja, das vielleicht wirklich auch gehabt, das so zelebriert. Und das gehört vielleicht auch zu dem Krankheitsbild dazu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Therapeut zu ihr gesagt hat, Sie müssen wieder in den Dschungel gehen. Nur das hat ihnen geholfen. Das Okay. kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich glaube, dass da irgendwas in der Birne nicht ganz richtig ist. Und ja, am Ende sind es aber auch So. die 100.000 Euro. Wenn du als Küchenhilfe arbeitest und zurückgezogen lebst, vielleicht denkst du auch, diese 100.000 Euro können auch dafür sorgen, dass es mir in meinem Leben wieder ein Stück weit besser geht. Ich maße mir das Vielleicht nicht ist an, sie dass du es. aber auch ganz du. Vielleicht ist sie aber auch ganz glücklich als, Ja. Küchenhilfe und Ja. ja, weiß ich nicht. Also das ist ja auch sowas mit diesen, ich habe die immer gerne gesehen, ich habe ja damals auch geglaubt, dass das ein richtiges Format ist mit dem Mieten, Kaufen, Wohnen. Ist ein gescriptetes Format gewesen, hat man teilweise erst viel Naja, später aber dass erfahren, das ja. überhaupt keine Makler sind. Stimmt. Das waren ja gar keine Makler und ich habe gedacht, das sind wirklich Makler und die gehörte mit zu meinen Favorites. Also ich fand die so sympathisch, nicht nur welchen des Sächsischen und so. Und da haben wir ja ein sehr schönes Objekt. Ich bin mal gespannt, was der Kunde sagt. Das ist ein bisschen eigenartig geschnitten, aber mal gucken, was der Kunde sagt. Das fand ich so sympathisch und die hat die Leute besoffen gequatscht. Also das war irgendwie herrlich. Und dann dieser Absturz, dann das, Also ja, und auch mit der Krankheit. Also ich ja. kann ehrlich gesagt, ich bin wirklich gespannt. Ich kann dazu nichts sagen. Ich, Ich glaube, ich habe sie also. mal, wenn ich mich nicht ganz täusche, ich glaube, ich habe sie mal beim Promi-Dinner gesehen, glaube ich, dass sie mal mitgemacht hat. Aber das ist auch schon viele, viele Jahre Ja. her, oder? Ja, du, aber das war doch explizit Dschungel-Dinner. Das mag sein, das mag sein, das mag sein. Hat sie nicht in so einer Art Mühle gewohnt, aber oder nee, irgendwas in so einem ganz komischen Haus hat sie gewohnt, was ganz irgendwie, ich kann mich nicht Komisch mal. geschnitten war. Was ein bisschen komisch geschnitten war. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber ich habe das Gefühl, du hättest dir von ihr, wenn du eine Wohnung, eine neue Wohnung suchst, du hättest dir von ihr eine Wohnung Ich anquatschen hätte lassen, ne? gelobt. Ja. Ja, ich hätte gelobt. Also mir war die so sympathisch und die ist so auf die Leute so zugegangen, deswegen war ich völlig konsterniert, als das auf einmal war mit der Nähe und mit diesem Waschzwang und mit diesen ganzen Phobien. Und da dachte ich, das kann doch gar nicht sein. Wie kann die vorher so gewesen sein und dann auf einmal, wobei, sowas wird manchmal gar nicht großartig entwickelt, das bricht aus der aus. Ich hatte sowas mal mit Höhenangst. Hatte ich früher nicht und von heute auf morgen Okay. hatte ich die. Ist Gott sei Dank wieder weg. Durchs Tauchen. So, weil ich Tauchen gelernt habe, Tauchscheine gemacht habe und danach war das komischerweise weg. Womit das zusammenhängt, weiß ich nicht. Ist mir egal, ich bin froh, dass ich es nicht mehr habe. Das kann schon sein, dass sowas dann plötzlich auftritt und aber wenn ich in so einer Episode bin, in so einer psychischen Episode, dann ins Dschungelcamp zu gehen, auch da ist, es stimmt für mich irgendwas nicht. Und dass dann ein Sender natürlich zuschlägt und sagt, also wir hatten jetzt so eine, wir hatten jetzt so einen, oh, sowas hatten wir noch nicht, die nehmen wir. Das kann ich mir vorstellen. Also es ist
Bleibt spannend. wir haben noch drei auf der Liste. Pick dir jemanden raus, über den du jetzt als nächstes sprechen möchtest. Wir haben noch Elena Miras, wir haben Georgina Fleur und Thorsten Legert. Oh. Pest oder Cholera, was hättest du lieber? Nein. Also, ja, wirklich. Ich sag mal ganz kurz, die Frau Miras, ich hoffe, dass ich habe die dann nicht mehr gesehen, ich habe die nur damals dort gesehen, ich glaube im Dschungel war das, wo ich dachte, was für eine aggressive Tante, oh mein Gott. Ich möchte also sowas, oh, niemals um mich haben. Und ich hoffe, dass sich das ein bisschen gelegt hat, weil sie ist ja eine bildschöne Frau. Also ja, bloß da wird die dann ja völlig Und man muss zur sagen, Magie. im Dschungel damals ist sie ja oft mit Dani Büchner aneinander geraten, die sie oftmals in die gleichen Prüfungen gewählt wurden und sich gegenseitig dann da angeschrien haben. Leider muss man sagen, war das nicht der negative Höhepunkt. Der negative Höhepunkt war, als sie dann mit ihrem Partner ins Sommerhaus der Stars gegangen ist. Und da gab es so viel wirklich unterirdisches Vokabular und es war wirklich ganz, ganz schlimm zum Angucken, muss man wirklich sagen. Es resultierte daraus, sie wohnt ja in der Schweiz, die Elena, es resultierte daraus, dass Zuschauer beim Jugendamt angerufen haben und Ja. gesagt haben, man möge doch mal überprüfen, ob sie gut mit ihrem Kind umgeht. Und da muss man Ja. sagen, jetzt können wir beide gerne sagen, auch das aus Zuschauersicht gehört sich absolut nicht. Man kann aber auch sagen, das, Nee. was du dem Zuschauer bietest, da musst du leider mit klarkommen, dass der Zuschauer das für bare Münze nimmt, egal ob es jetzt gespielt oder nicht gespielt, übertrieben oder nicht Ja. übertrieben war. Der Zuschauer glaubt vieles. Und handelt. Und man muss mal sagen, ob richtig oder nicht, aber puh, das war schon harter Tobak. Aber auch da wurde wieder eine finanzielle Geschichte draus gemacht. Ja. Denn damit ist sie ja dann auch an die Öffentlichkeit gegangen und hat das ausgeschlachtet. Und jetzt hat sie ihr Kind wieder und da wurden dann also Beiträge geschaltet und so weiter und so fort. Also es wird ja aus allem wird ja was gemacht und du kannst damit Geld verdienen. Mit jedem eingewachsenen Fußnagel. Beispielsweise. Genau. Ja. Sie hat auf jeden Fall gesagt, in diesem Jahr, also sie wäre ruhiger, um einiges ruhiger. Ihr ist es wichtig auch, natürlich, sie sagt, jeder, der sagt, er möchte nicht das Geld haben, der lügt. Sie möchte natürlich auch die Kohle haben, möchte damit aber auch ihre Familie unterstützen. Ist ja löblich, ob das jetzt auch wieder ein Ding ist, damit mache ich mich beliebt, wenn ich das sage. Das muss sie für sich selber entscheiden. Ich habe übrigens einen gerade übersehen gehabt und das konnte mir eigentlich gar nicht passieren, denn auch Jesus ist ja dieses Jahr dabei. Ja. David Ortega. Ach. Der ja den Dalai Lama geedet hat, hat er erzählt. Und ich habe mir das nochmal angeguckt. Ich konnte mich an den wirklich, wirklich nicht mehr erinnern. Auch als der noch gut aussah oder landläufig, also für mich ist gut aussehend was anderes, aber Massenkompatibel. für diese Mainstream-Gutausseherei, sagen wir mal so, konnte ich mich an den nicht erinnern. Der ist ja auch gleich rausgeflogen, aber er war ja immerhin. Wann geht die Rauswählerei los? Nach einer Ab der Woche? zweiten Also Woche. Ab der, genau. ja, also innerhalb dieser einen Woche ist der mir überhaupt nicht aufgefallen. Und dann habe ich mich aber erinnert an ein nächtliches Gespräch, ich glaube, das war mit Elena Fürst, ich musste erst mal horchen, ob ich überhaupt den kausalen Zusammenhang herstellen kann. Was will er? Redete er irgendwie von Pflanzen, dass das also die einzige Gesellschaftsform ist, die funktioniert. Ich verkürze jetzt mal, also diese Essenz habe ich daraus gezogen. Und er eben den Dalai Lama für den Inbegriff des Glaubens hält und er mit ihm, also er hat den geedet. Und es ist eben wichtig, dass Jung und Yang, da hat es mich weggehauen. So, und jetzt haben sie den ja wieder, jetzt sieht er ja so aus wie Jung und Yang. Macht ja auch ihn darauf und so. Ich bin mal gespannt, was er jetzt für eine Show abzieht. Ja, also da schauen wir mal. Ebenso wie Ob er bei. das durchhält, auch intellektuell. Also da muss er jetzt schon mal ein bisschen, also rhetorisch auch, ist Ja. alles ein bisschen damals im Argen gewesen. Ich bin gespannt. Äußerlich gibt er einem ja zumindest das Gefühl, dass er über allem steht. So als Jesus. Nicht Aber. ganz.
Nicht ganz. Ich habe auch noch mal ein Interview gegoogelt mit ihm. Also, und das glaube ich ihm wirklich, da hat er bald geweint. Diese Heterei im Netz, die macht ihm wirklich zu schaffen und Okay. das kann ich auch verstehen. Ja. Ich meine, jetzt kannst du, ich finde das immer so ungerecht, wenn Leute so sagen, die also im Hinterhalt sitzen und solche Hasskommentare loslassen. Ja, dann geh doch nicht in die Öffentlichkeit. Weißt du? Aber wenn du nun mal so einen Beruf hast, oder Ja. ich meine, in der Öffentlichkeit, gibt das noch lange nicht diesen Genau. Lemuren, die da vorm Fernseher sitzen, sage ich jetzt mal, und aus ihren Löchern heraus irgendwie beurteilen und bewerten, Leute zu verurteilen und irgendwie in die Wüste zu schicken oder zu sagen, wie sie sich anzuziehen haben oder was auch immer. Genauso sieht's aus. Genauso sieht's aus. Georgina Fleur, ja, eine Dame, die auch gerne provoziert, die sehr gerne polarisiert, die allerdings auch in einer Staffel dabei war, wo es auch, wo man sagen kann, sie wurde gemobbt. Auch da war, also neige ich dazu zu sagen, wir sind in Richtung Mobbing. Übrigens, damals hatte sie die meisten Prüfungen nacheinander. Sie wurden ja 7-mal nacheinander in die Prüfung gewählt von den Zuschauern. Sie wurde übrigens damals arg angegangen von Allegra Curtis, von Silva, das ist der Sänger von den Hot Banditos gewesen, und von Fiona Erdmann. Die drei haben es immer regelrecht auf sie abgesehen gehabt. Weiß nicht, ob du dich da noch irgendwie dran erinnern kannst. Ich weiß, dass die gemobbt worden ist, daran kann ich mich noch erinnern, aber Allegra Curtis war doch die dicke Tochter von Tony Curtis, ne? Ja, genau, und von Christine Kaufmann, ne? Ja, genau. War da nicht auch die Katzenberger mit in der Staffel? Die Die Iris, ja, Mutter? die Iris, ja, Iris Ach, Klein. ja, jetzt erinnere ich mich, ja, genau. Ja. Ja, du, auch keine Meinung zu der. Ich weiß nicht, was die beruflich macht. Model. Dann hieß Georgina es ist ab Ende. mittlerweile, ach so, Georgina hat mittlerweile auch ein Kind bekommen, ist Das allerdings weiß ich. mit dem Vater nicht zusammen, weil der sie auch immer mal wieder körperlich angegangen ist, und sie ist vor einiger Zeit nach Dubai ausgewandert. Und lebt jetzt ihr Leben in Dubai, wie auch immer das da aussehen mag. Ja. Okay. Ja, wir werden ja sicher so einiges am Lagerfeuer erfahren, Das stimmt, nehme das ich mal stimmt. an. An sich sagt sie Ja. sonst auch, genau, sie hat Angst, sie hat eigentlich vor allem Angst. Angst vor dem Flieger, vor dem Dreh, dem Camp, die Kandidaten, außerdem vor den Toiletten. Und das hätte sich alles in 13 Jahren, vor 13 Jahren war sie nicht im Dschungelcamp, hat sich das alles nicht geändert. Wir werden sehen. Außerdem werden wir sehen, Deswegen wenn. wohnt er auch in Dubai, wo man ja auch mit dem Bus hinkommt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ach. Und wir werden uns bei einem Herrn fragen, hat er denn so allmählich seine Ausbrüche unter Kontrolle bekommen? Wir sprechen natürlich über Thorsten Legert, der Mann, der für keinen anderen, für Kassala steht, der, wie er selber sagt, mittlerweile auch ein ganz ruhiger ist. Er meditiert mittlerweile dreimal am Tag. Mal gucken, ob er das auch im Dschungel über die Der Bühne. hat sich überhaupt nicht im Griff, der Mann. Also das ist auch was ganz Bitteres. Und ich verstehe da RTL nicht, dass der immer noch so ein Forum kriegt und unter dem Vorwand Sympathieträger da läuft. Also dieses Mädchen, die mit dem Sohn, also seine Schwiegertochter, die hat da mal eine ganz üble Geschichte erzählt im Ja, Fernsehen, das glaube ich der auch. ja. Also da ist Frauenfeindlichkeit Programm bei dem. Und für mich ist der also testosterongesteuerter Zellhaufen. Genau, für alle, Wirklich, die es tut da, mir leid. für alle, die da nicht im Thema drin waren, ganz kurz angeschnitten, sein Sohn Nico Legert war in der Reality-Format Temptation Island mit seiner damaligen Freundin, um die Beziehung, die Treue zu testen. Er ist fremdgegangen, hat Ja. vor laufender Kamera im Bad zwar, ne, mit angelehnter Tür, die Verführerin hat Sex mit ihr gehabt, mehrfach, hat es erst abgestritten, dann konnte er es nicht mehr abstreiten, und dann war es so, als sie wieder zu Hause waren und so weiter, soll wohl Thorsten auch gesagt haben, naja, mein Sohn ist so jung, der muss sich auch erstmal ausprobieren, bevor er da sich festlegt auf irgendwas, hat das also auch gerechtfertigt, hat es dann wieder versucht zurückzuziehen, hat dann behauptet, ich habe mit meinem Sohn keinen Kontakt mehr, ich habe keinen Sohn mehr. Alles Quatsch, alles Quatsch. Also. Nein, aber ich habe ne, noch eine andere Geschichte gesehen und da war ich wirklich, da habe ich gedacht, ja, das passt. Ich habe es immer vermutet, aber man will es ja nicht wahrhaben. Die hat gesagt, da war das, dieser ganze Skandal noch nicht, dass beim Mittagessen Thorsten Legert gesagt hat, ihr seid doch jetzt so und so viele Jahre zusammen, willst nicht mal was anderes.
Stimmt, Aus stimmt. Erfurt. Ja, stimmt. So. Und da habe ich gedacht, ja, das passt. Wenn ich die Frau auch daneben sehe, die nicht miff und nicht maff sagt und so. Also, und dann immer, denn ja, ich schäme mich für meinen Sohn und alles so ausgestellt und so. Ja, Und dann genau, auch sauber mag mein Image. Elena Fluss gewesen sein, wie sie will, dass die einen auch aus der Reserve locken kann, ist mir schon klar. Aber einer Frau gegenüber so ein Aggressionspotenzial zu entwickeln und da nicht drüber zu stehen, und das war ekelhaft. Das war wirklich, wirklich ganz ekelhaft zuzusehen. Wir haben Also, Hut ab. alle 13 Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt. Und Abschluss deiner Meinung, hat dieser Cast Potenzial, eine spannende Staffel zu werden? Auf jeden Fall, auch weil die haben schon, also da muss ein Psychologe am Werk gewesen sein, der diese Leute rausgesucht hat. Also wenn ich mir jetzt noch mal diese Liste angucke, doch, natürlich. Aber ich bin gespannt. Also ich würde mich auch mal freuen. Ich bin nicht so jemand, der nur, oh, Hauptsache es gibt Krawall und Skandale oder so, der vielleicht auch mal gerne zuguckt, wenn Leute sich annähern oder vielleicht doch mal das ein oder andere interessante Gespräch kommt oder man Dinge erfährt, die man sonst nicht erfahren würde oder so, ja? Oder wenn sich da Menschenkonstellationen ergeben, wie damals zum Beispiel, hätte ich nie gedacht, mit der Nick und mit der Nadel, dass die Nick, die also, war sicher auch Kalkül mit dabei, gemerkt, oh, die ist die Schwächste, da helfe ich mal, das kommt gut beim Zuschauer, aber dass die da so aufeinander und so, also sowas sehe ich eigentlich auch gerne in solchen Formaten. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt Aber ich und habe nichts gegen einen schönen Krach, habe ich nicht. Und genau. da auf jeden Fall Potenzial. Und der ein oder andere wird einem auch wieder dermaßen auf den Sack gehen mit seiner Art, wo man sagt, oh nee, geh mal nach Hause, bleib doch zu Hause. Genau, So. wir sind gespannt. Ganz kurz zum Fahrplan. Was erwartet euch mit uns? Also, wenn ihr das im Fernsehen gucken wollt, ab Freitag, dem 16., 20:15 Uhr, 16 Tage lang bis zum 1. September jeden Abend, 20:15 Uhr RTL. Für alle, die Streaming RTL Plus haben, gibt es das immer einen Tag vorher, auch um 20:15 Uhr, also ab Donnerstag, dem 15., auch immer 20:15 Uhr. Und wir sehen uns immer direkt danach. Nachdem ihr die Folge geguckt habt, so etwa 22:30, 23 Uhr rum wird die Folge online sein. Da haben wir dann die aktuelle Folge schon gesehen und besprochen. Und ihr dürft, egal ob ihr die Folge im Fernsehen schaut, ich habe nämlich gelesen, es gibt einige Menschen, die sagen, ich gucke mir das nicht an, also im Fernsehen, aber ich gucke mir unheimlich gerne die Besprechung dazu an. Also uns dann zum Beispiel. Und das finde ich ganz toll. Also wenn ihr sagt, ich muss das gar nicht gucken, das ist mir zu viel Krawall, aber ich höre mir unheimlich gerne an von euch, was denn da so gewesen ist, weil ich dann doch ein bisschen mitreden möchte. Freuen wir uns auf jeden von euch. Ab morgen Abend geht's rund im südafrikanischen Urwald. Wir haben ja festgestellt, im Dschungel ist es nicht richtig, im südafrikanischen Urwald. Und ich freue mich sehr übrigens auf die Bilder, denn ich habe die südafrikanische Staffel durchaus gerne gesehen, weil es mal andere Bilder waren, die man gesehen hat, finde ich. Also da sind Ah. wir gespannt. Genau. War denn schon mal was in Südafrika? Ja, in der Pandemie, und zwar 2021, da kam die Staffel aus Südafrika. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ah, okay, weil nämlich in Australien damals, pandemiebedingt auch nicht gedreht werden durfte. Ah ja. Genau. Ah Und ja. da hat man auf Südafrika ausgewichen und deswegen hat man sich dieses Jahr gesagt, wenn wir nicht live machen und so weiter. Dann nehmen wir wieder Südafrika. Und das wird, kann ich dir sagen, man sieht Bilder von der Savanne und von Elefanten und Giraffen. Also es ist wirklich ein schönes Ambiente auch, was man da zu sehen bekommt. Und das ist mal was anderes als immer, eigentlich immer seit 20 Jahren irgendwie dasselbe, was man zumindest kulissentechnisch zu sehen Ja, bekommt. ja, ja, Ist ja. was ganz, ganz anderes. Ich freue mich sehr drauf, liebe Manon. Ich danke dir, dass du sagst, diese 2 Wochen verbringen wir zusammen jeden Abend. Und ich bin gespannt, was die Kandidaten uns liefern werden, was wir zu berichten haben. Und wir freuen uns auf eure Kommentare. Bitte kommentiert reichhaltig, teilt unsere Videos, erzählt es allen. Wir sind das Sprachrohr aus dem Sommerdschungel zu euch. Und ich bin gespannt und wir versprechen euch, es ist am Ende ist es immer unsere persönliche Meinung, ne? Das immer bedenken, immer unsere persönliche subtile Meinung, subjektiv, nicht subtile, subjektive Meinung. Und Subtil manchmal auch.
So, das auch. Und ich bin mal gespannt, ob Frau Strache bei Gelegenheit noch mal ein paar Geschichten über den Winfried zu erzählen hat oder was wir sonst noch für Geschichten auspacken werden. Seid gespannt, ab morgen Abend geht's los. Vielen Dank, Manon. Dankeschön. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann, ciao. Es wird gelästert und geschrien, wird geflirtet und Intrigen gesponnen. Doch egal, wie stressig es wird, sie ordnen es jeden Tag für uns ein. Hier ist das Dschungel-Update mit Manon und Frank. Hier ist das Dschungel-Update mit Manon und Frank.